Kannst du nicht rausfinden, ob sie zusammen sind? Was? Jasmin, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Nein, natürlich nicht. Hey, Leute. Hallo, Nina. Wie geht's denn? Wie können wir dir helfen? Ich wollte euch mitteilen, dass ich bereit bin, meinen ersten Bericht für Fab & Chick zu machen. Ah ja? Und welche Ideen hast du dafür? Ich würde vorschlagen, wir untersuchen die Auswirkungen von ultravioletten Strahlen auf die Haut. Oder wir drehen ein Video, was wir in unserem Alltag tun können, um zu einem nachhaltigen Leben beizutragen. Oder wir posten einen Beitrag dazu, welche Konsequenzen es hat, dass Jugendliche heutzutage keine gedruckten Bücher mehr lesen. Was sagt ihr? Ja, das ist sehr interessant. Aber ich glaube nicht, dass unsere Follower das interessiert. Wieso nicht? Sagen wir, weil es nicht unser Stil ist. Ich verstehe nicht, ihr wolltet doch einen anderen Stil. Ihr wolltet mich als Reporterin und Redakteurin und jetzt gefällt euch nichts, was ich vorschlage. Nein, du hast das falsch verstanden. Das ist es nicht, was Delphi sagen wollte. Ach nein? Natürlich nicht. Wir hatten uns gedacht, dass unsere Follower des Fab & Chick viel lieber ein Video über Nina sehen würden. Was? Ein Video über mich? Klar. Was hältst du davon, wenn Delphi und Jasmin ein Interview mit dir machen? Damit die Leute erfahren, was du alles weißt. Und du weißt eine Menge. Das ist eine sehr gute Idee. Nein, mich überzeugt das nicht besonders. Was, darf ich nicht sagen, was ich denke? Ehrlich gesagt, ist es nicht mein Ding, vor der Kamera zu sein. Das können Delphi und Jasmin viel besser. Ich könnte ein Interview mit euch machen, den Gründerinnen vom Fab & Chick. Das finde ich toll. Und warum willst du ein Interview mit uns machen? Wenn ich mich in eure Follower hineinversetze, bin ich sicher, sie wüssten alle gern eure Geheimnisse. Welche Geheimnisse? Was weiß ich. Wir alle haben Geheimnisse. Habt ihr denn gar keine? Gib mir das Eis. Welches Eis? Ich habe kein Eis dabei. Wie, du hast kein Eis dabei? Das ist eine Spionagemission. Da gehört immer noch ein Eis dazu. Aber worüber beschwerst du dich? Komm, die Idee, die Getränke hier mitzubringen, kam schließlich von... Oh je, aber das war doch kein guter Plan. Was hast du? Ich muss dringend aufs Klo. Jetzt nicht. Ich muss dringend, Tino, sehr dringend. Wie ist das? Ah, dieser Junge stellt bestimmt auch Nachforschungen über Sharon an und verfolgt all ihre Schritte wie wir. Er hat sicher Informationen. Bestimmt will er Geld von ihr. Niemals. Die Einzigen, die ihr Geld bekommen werden, sind du und ich. Was machen wir denn jetzt? Das ist doch klar. Wie dein anonymen Brief basteln. Nein, wir müssen ihm zuvorkommen und sie vor ihm überführen. Sharon Brandon. Benson, es ist Benson. Merkt ihr endlich, es ist Benson. Ist das, ist der Kampf? Was soll es sonst sein? Was machen wir jetzt? Wir folgen ihr. Ja? Ja. Das weiße Kaninchen war das Schönste. Ich nannte es Pomponcito, weil es so weiß war. Wo sind meine Lockenwickler? Oh, sicherlich habe ich sie wieder mal bei Claudia vergessen. Wir müssen sofort zu Claudia gehen. Alle wollen meinen Freund kennenlernen. Ja, ein andermal. Du hast mich schon sehr, sehr lange nicht mehr besucht. Das ist unhöflich. Ein Liebespaar muss immer zusammen sein. Aha. Ich hoffe, du kümmerst dich wenigstens gut um Jacinto. Ja. Ihrem Sohn geht's gut. Wieso meinem Sohn? Jacinto ist unser Kater. Sagte ich Ihr Sohn? Naja, der Kater ist mehr als nur ein Haustier. Er ist wie ein Kind. Ja. Ich verstehe dich nicht. Geht's dir gut? Du redest wirres Zeug. Wo gehst du hin, Liebster? Ein Dieb! Polizei! Hilfe! Polizei! Die Chemie zwischen uns dreien stimmt total. Deswegen haben wir uns beide überlegt,